Und herzlich willkommen zurück zu Thrones of Britannia an diesem Montag. Ist, glaube ich, sogar Pfingstmontag, wenn mich nicht alles täuscht. So, ja, heute haben wir ein bisschen was vor. Zum einen wollen wir diese 14 Einheiten noch killen hier, die sich hier neu versammelt haben. Und dann werden wir Sel Allite und Loch Reich da unten, oder Reich, keine Ahnung, werden wir erobern. Und dann werde ich erstmal ein bisschen unser Land wieder weiter ausbauen. Wir haben ja doch ein bisschen was zu bauen, haben wir ja. Wir bekommen mittlerweile auch ganz ordentlich Geld. Und das will ich dann als nächstes angehen. Und dann müssen wir uns halt irgendwann mal überlegen, wie es denn aussieht, wen wir denn angreifen wollen. Ob wir tatsächlich den Zwei-Fronten-Krieg gegen Might und Ulight, unseren aktuellen Verbündeten, führen wollen. Oder ob wir da erstmal drüber hinwegsehen und irgendwo anders angreifen. Zum Beispiel hier oben zu Freya. Die haben zum Beispiel auch diese Stadt hier oben, Bornes, die bräuchte man für eine Siegbedingung, bräuchte man die Stadt auch. Da könnten wir also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, zum einen uns weiter ausbreiten, zum anderen eine wichtige Provinz erobern, eben hier oben zu Freya angreifen und danach noch Orkney, ja. Und sobald man die dann erobert hat, weiterschauen, ob man dann, was weiß ich, gegen Northumbria hier kämpft oder ob man dann mal unseren defensiven Verbündeten Gelgeutel angreift, hier in komischem Blau. Alternativ könnte man natürlich auch hier unten anlanden in Wales oder so oder hier unten in was ist denn das, Wessex oder so. Ja, ich glaube. Nee, das heißt, es kam, ich weiß gerade gar nicht, welches Gebiet das doch heute in England ist. Nee, Cornwall ist das heute, glaube ich. Cornwall ist das hier, glaube ich. Allerdings, also bei Mercian ist halt das Problem, die sind ja jetzt Vasallenkönigreich von Wessex. Also das kann ich vergessen. Theoretisch könnte man die hier unten erobern, aber dann würde man ja wieder vor Wessex stehen und gegen die beiden hier haben wir keine Chance. Dasselbe gilt hier eigentlich für komplett Wales. Deswegen ist hier oben, denke ich, zu Freya und Orkney ja erstmal die bessere Möglichkeit oder die bessere Idee, bevor wir dann eben hier in Irland einen Zwei-Fronten-Krieg führen oder hier irgendwie komplett irre anlanden oder sowas. Natürlich wäre Gelgeutel auch möglich, die anzugreifen. Aber das kommt mir dann ein bisschen zu schnell. Also mir wäre es zu Freya und gleichzeitig ein Krieg mit Gelgeutel, weil das sind ja Verbündete, nicht Gelgeutel, Orkney, ja, ganz lieb eigentlich. Weil da könnten wir dann auch wieder so ein relativ großes Gebiet, das sind immerhin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Provinzen erobern würden, dadurch auf jeden Fall mächtiger werden. Und ich glaube, das wäre auch ganz gut zu verteidigen. Theoretisch irgendwie eine Armee hier oder so. Und dann könnte man nämlich von hier uns erstmal abhauen und dann mit den bis dahin vielleicht sechs Armeen oder was wir da haben, dann hier dann tatsächlich Irland komplett erobern oder so. Das wäre eigentlich so ein Plan. Aber das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik. Aktuell müssen wir noch gegen Connacht kämpfen. Das sollten wir als erstes angehen. Da müssen wir Krieger aber sind erstmal eine bereit. Runde warten, wie es aussieht. Gebäude bauen wollen wir in dieser Runde jetzt nicht mehr. Außer was, ach nee, in Linz ist wieder dieses Gebäude da. Wollen wir das eigentlich mal ausbauen, frage ich mich gerade so. Könnte man eigentlich tun? Bauen wir das mal aus oder spricht da was dagegen? Nö, eigentlich nicht. Machen wir. So. Nächste Runde ist dann auch Winter. Mal schauen. Also ich bin halt vor allem gespannt, wie das laufen wird, wenn wir jetzt hier dann tatsächlich nach Nordschottland gehen. Wie das dann wäre mit der Versorgung dort oben. Ob wir überhaupt da hochkommen, ohne hier geringe Versorgung zu haben. Ich bezweifle es nämlich so ein bisschen. Da müssten wir also relativ schnell irgendwo was erobern. Das wäre ganz wichtig. Und starten dann wahrscheinlich am besten hier von der Isle of Man, weil da werden wir dann nochmal versorgt und haben schon mal ein Stückchen geschafft irgendwie. Aber da müssen wir mal schauen. Okay, die haben sie jetzt tatsächlich nach hier unten zurückgezogen. Und es gab eine adlige Geburt, Rynwald und Bregnat und Blakari bei Irwa und anderen. Und wieder da unten gibt es wieder. Okay. Eine fürchterliche, groteske Krankheit grassiert in eurer Bevölkerung. Die Leute führen aus unbekannten Gründen wilde heidnische Tänze auf. Das ist wahrlich verstörende Wendung. Eine wahrlich verstörende Wendung des Schicksals. Weiztanz, minus drei alle Regionen. Oh. Minus 20 Einheiten Verstärkung, minus 10% Verstärkungschance. Okay. Minus 25% Einnahmen.
Oh, und eine Expedition ist bereit. Eure Schiffsbauer haben eure Langschiffe vollkommen seetüchtig gemacht und eure erfahrenen Steuermänner und Seeleute haben sich auf die bevorstehende Reise vorbereitet. Es wurden Vorräte angelegt und eure besten Krieger zur See warten darauf, zu fernen Landen aufzubrechen. Wie funktioniert das jetzt? Ja, das würde mich jetzt mal interessieren. Wie funktioniert das jetzt? Machen die das jetzt automatisch oder wie klappt das jetzt? Wahrscheinlich läuft das automatisch, oder? Wahrscheinlich. So, also jetzt wollte ich mal kurz den Familienstammbaum anschauen. Also unser Herrscher hat jetzt noch einen zweiten Sohn und Rönnwald hat auch einen Sohn. Unser Erbe meine ich. Sehr gut. Das ist schon mal soweit gesichert. Jetzt gucken wir mal. Rönnwald können wir auch upgraden. Kriegt ihr hier nochmal eins auf Schreiber. Und Kale hier drüben, unser Statthalter, bekommt auch mal einen Bonus. Der ist ja streng, deswegen und hat relativ gut schon hier, ist er schon in Regierung. Er hat auch einen Abzug auf Hingabe, deswegen würde ich ihm trotzdem gerne den Barden verpassen, um hier ein bisschen gegenzuarbeiten gegen diesen Malus, den er da hat. So, und jetzt meine Freunde hier Siege bis unten, zum Ende. als ob wir die jetzt nicht erwischen, hey. Her mit dem Feind. Sie sollen Wir erwischen die jetzt echt nicht. Feindliches Blut wird fließen. Das ist ja traurig. Okay, dann marschieren wir jetzt mal hier mit Hier denen hier stehen unten bereit. lang. So, also das wird noch eine Weile brauchen, bis wir die wahrscheinlich bekommen. Aber jetzt können sie eigentlich nicht mehr weg, weil wenn sie hier rüberlaufen, erwischt man. Wenn sie hier rüberlaufen, erwischt man sie überall. Also das sollte jetzt dann eigentlich mal was das gewesen sein. Unsere Oh, die Feinde erleiden sollen warum untergehen. erleiden die für Verschleiß? Keine Ahnung. Auch nicht so wild. Der hat immer noch eine niedrige Loyalität, unser Olafer da drüben. Ja. Ich würde sagen, wir sichern uns mal die Loyalität bei dem hier, weil der wird ja jetzt durchaus ein bisschen wichtiger. Ja, durch die Geschichte mit den, dadurch, dass er eine weitere Armee kriegt, weil er einer unserer besten Anführer tatsächlich auch ist. Deswegen warten wir da mal ab. Hier sollten wir erstmal auch abwarten, weil wir einen ziemlich krassen Malus kriegen. Vielleicht müssen wir hier auch ein bisschen was abreißen oder so. Also, da möchte ich jetzt erstmal nichts weiter ausbauen. Hier eigentlich gerade auch nicht, hier auch nicht. Bald können wir hier doch eigentlich mal ausbauen, oder? Ja, ein bisschen zumindest. Hier könnte man ausbauen oder hier einfach mal. Ich würde sagen, wir bauen das hier mal aus. Die Kirche geht jetzt nicht mehr. Dann bauen wir noch das hier aus. Das passt schon. Das braucht alles so lange, dass wir das jetzt schon im Voraus gerne Bis für angehen den können. Treuedienst. So, aber die sollten doch eigentlich auch Verschleiß erleiden, unsere lieben Feinde hier. Wenn mich nicht alles komplett täuschen würde. Übrigens hat unser Vasallenstaat da zwei Provinzen erobert. In Wales mittlerweile. Aber wir haben gerade eben diese feindliche Armee gesehen. Vielleicht erobern die das auch wieder zurück. Keine Ahnung. Wir werden es erleben. So, die werden jetzt dagegen Northumberland kämpfen. Also, falls wir uns jetzt aufgebaut haben. Ah, okay. Falls wir uns jetzt hier bald aufgebaut haben und dann merken, okay, Ulight hat irgendwie alle seine Truppen hier in Northumbria rumrennen und vielleicht sogar ein paar Leute verloren oder so, dann könnte ich mir einen Angriff doch vorstellen. Also, wenn die ihre Truppen nicht bei uns haben. So. Expedition, schickt die Schiffe aus. Eure Krieger und Seeleute gieren darauf, mit den Langschiffen in See zu stechen. Die Flotte ist bereit, die Segel zu setzen und auf der Suche nach Handel und Beute die Welt jenseits eurer Küsten zu erkunden. Wenn die Götter euch gewogen sind, finden sie vielleicht sogar ein neues Land, das ihr besiedeln oder erobern könnt. In welche Richtung sollen die Schiffe segeln? Gute Frage. Süden? Südost? Osten? Norden? Spannend. Ich würde fast sagen, wir schicken sie mal nach Süden. So, mal gucken, was hierbei rauskommt. Oh, der ist mehr als gierig. Mehr als genug hat er. Unser, auch so ein Statthalter von uns, okay. Super. Verlasst euch auf So, uns. jetzt, meine Freunde, jetzt Sie seid ihr sollen tot. verrecken. Oder Vorwärts, auch noch nicht, Sturm! wenn die sich wieder hier zurückziehen können. Aber jetzt können sie sich Massaker nicht mehr nähert sich! zurückziehen. Und die ganze Schlacht wirfen wir aus, würde ich vorschlagen. Und kämpfen aggressiv. Dann werden die jetzt hoffentlich komplett mal vernichtet. Ja, Dankeschön.
Ja, passt. Eigentlich können wir tatsächlich jetzt mal das Geld nehmen, weil das ist jetzt nicht so wild. Unsere Truppen verstärken sich ja sowieso. So, der ist auch tot. Sehr schön. Verlasst euch auf uns. Dann marschieren wir mit euch mal hier oben hin. Der Feind Und soll mit euch unten hier sehen. runter. Der wird jetzt wahrscheinlich relativ schnell schon wieder neue Leute rekrutieren, aber das sollte uns jetzt erstmal nicht stören. So, und dann müssen wir noch nach weiteren Gebäuden gucken, die wir bauen können. Ich würde sagen, wir bauen hier mal das hier aus. Gibt es eigentlich da drüben auch was zum Ausbauen? Theoretisch ja. Das hier zumindest. Und das hier auch. Das ist gut zu wissen. Da werden wir dann nächste Runde mal reingucken. Das realisieren wir. Beziehungsweise nein, wir machen es so. Wir bauen das hier jetzt mal nicht, weil wir haben hier eigentlich echt gute Zufriedenheit. Das gibt einen ganz schönen Anstieg, das hier auch an Geld. Oh ja, ich würde sagen, wir machen mal das hier als nächstes. So, okay, gut. Dann schauen wir mal. Sobald wir da vor allem auf der Isle of Man jetzt noch ein paar Gebäude ausgebaut haben, dann würde ich vorschlagen, in unsere neue Armee zu investieren, so nach und nach, damit wir dann drei Armeen auch haben tatsächlich. Und damit sollten wir dann eigentlich ganz gut und schnell in den Krieg gegen Sufreya führen können und gegen Orkneyja. So, Mühlen haben wir entwickelt, sehr schön. Dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Plus an Versorgung, okay. Ja. Ich würde sagen, regionale Tradition. Ein Landbesitzer kennt sein Stück Land besser als seine Nachbarn und seine Nachbarn kennen ihres besser als er. Wenn wir uns Wissen über alle landwirtschaftlichen Gebräuche vor Ort aneignen, steigern wir die Fähigkeit unserer Armeen, vom Land zu leben, während sie im Einsatz sind. Wunderbar. Ich wollte gerade mal gucken, vielleicht werden wir auch da drüben bald mal noch ein bisschen forschen, um einfach diese Streitäxte dann zu bekommen. Wisst ihr was, wir machen erstmal das hier, glaube ich, tatsächlich. Professionelle Krieger, das Soldatensein ist nicht einfach nur ein Beruf, es ist eine Berufung, der man im Namen seines Volkes folgt. Wenn wir jedem Mann, der in der Lage ist, eine Nahkampfwaffe zu führen, die Gelegenheit zur Einberufung geben, wird es günstiger sein, Schwert- und Axtkämpfer zu rekrutieren. Dafür kosten sie dann halt mehr Unterhalt, aber das erwähnt man hier mal nicht, weil ich glaube, das wäre ganz, ganz gut hier drüben. Also das hier wäre schon ziemlich geil. Glaube ich. Das letzte hier brauchen wir nicht unbedingt. Plus 100% Verstärkungschance muss jetzt nicht sein. Wobei doch Verstärkungschance heißt, dass wir mehr von denen rekrutieren können, theoretisch. Mehr von Axt- und Schwertinfanterie. Also könnte man sich auch mal überlegen, schauen wir mal. Aber zumindest mal diese Streitäxte ersetzen werden die Breitäxte und die Ostmänner Huskarls ersetzen die Ostmänner Hirtmänner. Das wäre gar nicht so verkehrt, glaube Feindliches ich. Blut So. wird fließen. Hier drüben erobern wir dann übrigens auch mal noch einen Hafen, das ist auch nicht schlecht. Eure Das gibt es Feinde ja auch werden als untergehen. Missionsziel praktisch. Sehr gut. So, jetzt werden wir weiter hier drüben in der Isle of Man investieren, in die Isle of Man investieren. Ich würde sagen, erstmal das hier und dann das hier. Genau, passt. Jetzt bin ich mal gespannt, wohin die abhauen. Das kann ich nicht tun. Unter Umständen nerven die richtig rum. Wir schwören Treue Aber gut, hier und kommen wir überall auch hin, also das wäre jetzt nicht so Schwachsinn dramatisch. nieder. So. Gut, liebe Leute. Ja, die ziehen durch unser Land, dürfen sie auch. Wir haben ja Militärzugang von denen. Und die haben von uns Militärzugang, das ist schon okay. Okay, die haben jetzt tatsächlich da oben die ersten Gebiete erobert. Also die ärgern mich schon ein bisschen, Uleit, meine ich. Rebellion in Connacht, na herzlichen Glückwunsch, Überschwemmungen dort unten. Wir In führen euch Dublin zur Ruhm. tatsächlich. Oh. Oh, das kostet jetzt ganz schön viel Geld. So viel zum Ausbau in dieser Runde. Ja, das ist jetzt ein Unsere bisschen Feinde blöd. Oh, sollen die konnten es untergehen. tatsächlich. Nee, oder? Gierig und Aber wir schaffen wütend. es ja, diese Runde zu vernichten. Das ist Verräter! gut. Okay, dann besetzen wir hier. Vertraut auf uns! Und besetzen dort Schlacht oben und dann bereit! hoffen wir, dass die Armee verschwindet. Dann wäre alles Wie gut. befohlen! Sofort!
Nein, die Armee ist tatsächlich noch da, die verschwindet nicht so einfach. Okay, das ist natürlich nicht so geil. Hier haben wir theoretisch Truppen in der Garnison, falls die uns hier angreifen. Sollten wir also auch ganz gut schaffen. Dann ziehen wir uns hier mal zurück. Oh, hier müssen wir mal die Mine abreißen, definitiv. Ich würde auch sagen, wir reißen mal das da erstmal ab. Können sie ja immer noch wieder aufbauen. Das möchte ich mal behalten hier, aber den Rest reißen wir mal erstmal ab, würde ich sagen. So ein bisschen, dass wir da, ja, weil minus 18% ist nicht so geil. Das da hört sich gar nicht schlecht an, das können wir mal ausbauen. Genau. Das realisieren. Und der hat wieder eine Fähigkeit hier drüben. Und bekommen, glaube ich, mal nochmal den Waden plus 1. Sehr schön, haben dadurch dann jetzt 0 Unruhe hier, und das ist auch wichtig. Warum wir auch immer wir minus Kriegseifer haben, das verstehe ich schon mal wieder nicht. Weil eigentlich, ja, lief doch der Krieg wirklich Menschliches gut. Also Blut von dem her vergießt. checke ich nicht so ganz. So. So, und dadurch, dass wir jetzt diese Überschwemmung hatten, konnten wir die Isle of Man nicht weiter ausbauen, weil das Geld, das wir dann noch übrig hatten und in diese Sägewerke da investiert haben, hat ja nicht gereicht. Aber wir machen dann irgendwie mal noch weiter in der nächsten Runde. So, die erobern hier fröhlich weiter. Das gefällt mir absolut gar nicht. Ah, die kommen hier runter. Nee, oder? Doch. Ja, tschüss. Damit war das dann Connacht. Eigentlich wollte ich mich ja mit Connacht verbünden, aber die waren noch mit irgendjemandem dann auch so blöd verbündet, glaube ich. Das war nicht so schön. Dann nehmen wir halt diesen 1% Verstärkungsrate, wenn es kein Geld gibt. Nee, das finde ich echt ein bisschen schade, dass wir uns mit denen nicht verbünden konnten. Das wäre echt cool gewesen. Oder wollten sie nicht? Irgendwas war auf jeden Fall. So, wer will denn heiraten? Sigrid hier will diese natürliche Schönheit heiraten. Da habe ich eigentlich kein Problem mit. Das passt. Segen erteilen. Connacht wurde vernichtet. Gaukur wurde geboren. Rönnwald und Pregnat. Also Rönnwald wieder. Okay. Hirwa und seine Frau haben auch nochmal einen Sohn. Alles Söhne, hey. Nicht schlecht. Ein Schiff segelt nur so weit, wie die Kraft seiner Besatzung reicht. Wenn alle Lebensmittel und die Frischwasservorräte aufgebraucht sind, stirbt die Besatzung, ohne je wieder Land zu erblicken. Militärexpedition besiegt für 5 Runden. Geil. Plus 10% Unterhaltskosten und minus 10 Nahkampffähigkeit für alle Einheiten für 5 Runden. Super toll. So viel zum Wir Thema sollten irgendwelche uns darauf Schätze oder so. einigen. Naja. Gut, dann würde ich sagen, werden wir jetzt hier mal nichts bauen. Also das bleibt jetzt mal auf Stufe 2, würde ich sagen. Aber die Kirche können wir mal ausbauen. Das ist wichtig, um hier ein bisschen für öffentliche Ordnung zu sorgen. Das realisieren wir. Die kommen Beute immer hoch. gefährlich näher hier oben. Aktuell, wie viele Truppen haben wir hier zur Verteidigung? 2, 4, 6, 8, 9. Und die haben auch schon 8 Einheiten. Oh oh. Warten wir mal ab und hoffen das Beste hier. So, hier möchte ich nichts upgraden. Hier eigentlich gerade auch nicht unbedingt. Hier auch nicht. Ich würde sagen, wir machen hier drüben dann wie geplant weiter mit diesem Gebäude. Und eigentlich, puh, sollen wir das hier noch upgraden? Ich meine, das gibt nochmal plus 2, das gibt minus 2, dann sind wir immer noch bei 5. Ja, machen wir hier auch mal noch ein Upgrade. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Stufe 3 ist schon Kathedrale. Mehr geht dann hier auch gar nicht, was die öffentliche Ordnung angehen könnte. Ja. Machen wir das. Gut. Die Krieger sind Und bereit. dann kümmern wir uns wirklich um diese Rebellenarmee da oben, wenn möglich. Oh, die bräuchten nur noch eine Runde danach. Die brauchen nämlich noch Frieden zwei bis zum Runden. Ende. Machen wir das mal so. Ja, Connacht muss jetzt natürlich erstmal befriedet werden. Das ist ganz klar. Braucht halt noch so seine Zeit. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. So. Ja. Dann schauen wir mal. Ich überlege gerade echt diese eine Provinz, die wir da gerade gesehen haben von Quinnet, ob wir da mal hingehen sollen und die vielleicht plündern oder so. Jetzt haben die nochmal eine Provinz erobert. Und da vielleicht eine Armee aufstellen und plündern, also die von Olafur, die Armee zum Beispiel.
Oh, jetzt haben die schon 12 Einheiten. Nicht schlecht, aber wahrscheinlich... Oh, tatsächlich alle auch voll. Okay. Aber auch das sollte eigentlich jetzt nicht so das großartige Problem sein hier. Ganz ehrlich. Ich würde sagen, wir kämpfen aggressiv und töten die. Und nehmen dann das Geld. Ja, das passt. Wir nehmen das Geld. Immerhin 400. So, das waren die Rebellen. Und wir erhalten mehr Tribut. Auch gut. Ja, sehr schön. Ist die Frage, wie wir das machen, weil wir haben jetzt immer noch minus 7 hier in der Provinz. Ich würde gerne mal hier das jetzt ausbauen noch. Und auch hier unten bauen wir das hier aus. Das wird ausgebaut. Hier gibt es nichts zum Ausbauen gerade, beziehungsweise kein Geld mehr. Okay, dann fangen wir hier mal an mit Truppen rekrutieren. Und zwar, ja, was eigentlich? Ich würde sagen, wir machen mal unseren Standardkram im Sinne von, wir nehmen jetzt hier 250 Unterhalt, ui, gar nicht wenig. Sind dafür aber auch deutlich besser als die Speerbande hier. Oder wir fangen mal an mit unserer, mit was fangen wir an? Ich will eigentlich das bauen, was als erstes jetzt mal am wenigsten Geld kostet. Das wären die Bogenschützen, damit fangen wir mal an. Und rekrutieren, ja, 3 Einheiten würde ich sagen. 3 Einheiten davon, ja, passt. Werden die so langsam mal verstärkt und wir machen trotzdem noch gut Geld, dass wir unsere Städte weiter ausbauen können. So, mit denen ziehen wir mal hier runter, mit denen ziehen wir hier rüber. Ich weiß ja nicht, wo diese nächste Rebellion unter Umständen ausbricht, deswegen möchte ich da noch ein bisschen warten. Genau, hoffe, ihr habt dafür die Geduld, aber das ist ja auch wichtig, dass wir da schauen, dass das schnell erledigt wird, weil wenn die jetzt wieder irgendwelche Städte zurückerobern, kriegen wir wieder einen Malus, dann müssen wir wieder länger warten und so. Deswegen hoffen wir da einfach mal das Beste. Wie sieht es eigentlich mit der Versorgung hier aus? Überall relativ gut. Also hier jetzt noch nicht so ganz, aber okay. Ja, dann beende ich mal nochmal eine weitere Runde. So. Ja, ich denke, wir können eigentlich ganz zufrieden sein. Das mit Might und Ulight ist ein bisschen scheiße gelaufen. Das muss man mal sagen, wie es ist. Also wenn die sich nicht verbündet hätten, wäre das durchaus besser. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht verkrachen die sich ja irgendwann mal. Ich meine, ich kann mal gerade reinschauen. Aktuell leider noch nicht. Ja. Wobei... Ihr seid hier. Also raus mit der Sprache. Das ist ja geil. Jetzt, ich weiß, wie wir das machen. Wir umgehen das ganze Problem ein bisschen. Ich weiß gar nicht, findet ihr das irgendwie, dass man da arg die Spielmechanik ausnutzt oder nicht? Also ich überlege nämlich jetzt gerade hinzugehen und zu sagen, hey, wir greifen jetzt einfach den Vasallen von denen an. Also hier Krieg erklären und dann wären wir mit denen im Krieg und mit Might natürlich im Krieg. Also das wäre natürlich eigentlich eine Möglichkeit, würde ich sagen. Und wir könnten theoretisch unseren Verbündeten Ulight vielleicht sogar mit reinnehmen in den Krieg. Ich weiß nur nicht, ob das ein bisschen, gamey ist oder so. Keine Ahnung, bin ich echt am Überlegen. Aber theoretisch wäre es halt echt eine Möglichkeit, um hier dann beizukommen. Also ich meine, die hassen uns auch, deswegen wäre das gar nicht so verkehrt. Aber da müsste man halt hier auch einen Plan machen, wie man dann den Krieg hier führt. So, ich werde jetzt erstmal noch meisterhafte Angreifer erforschen. Einige überragende Krieger sind Meister der Offensive und darin, den ersten grausamen Treffer zu landen. Wenn wir den Bedarf unserer Armee nach diesen erfahrenen Angreifern verbreiten, treten sie hier vor, um ihren Platz in unseren Rängen einzunehmen. Super. Also das wäre eigentlich eine Möglichkeit, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir bauen auch das hier mal aus. Hier nicht. Da drüben auch nichts aktuell. Ja, passt eigentlich. Das wird schon alles ausgebaut. Also das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Wir könnten hier angreifen. Also die zwei Armeen hier hinstellen.
Dann hier angreifen. Die Armee hier nehmen und da mal reinstellen und dann vielleicht nochmal hier drüben irgendwo eine Armee rekrutieren oder so, wenn möglich. Zumindest ein paar Einheiten. Das würde ja schon reichen. Und dann könnte man relativ schnell über die herfallen und dann tatsächlich hier komplett Süd- und Mittelirland erobern. Da haben wir ja hier unten noch unseren Vasallen. Also das wäre theoretisch eine ganz gute Möglichkeit, würde ich fast behaupten. Wir werden auch mal hier das Ding ausbauen, allein schon wegen der Garnison. Ja, das wäre doch eigentlich eine Idee. Aber wie wir das dann tatsächlich machen, sehen wir dann in den nächsten Parts. Ich werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und am Wochenende bin ich jetzt eh nicht, war ich jetzt eh nicht da. Also wenn ihr dieses Video seht, ich habe eh vorproduziert und werde jetzt dann nicht mehr weiter vorproduzieren, vermutlich. Genau, und dann werde ich das mir mal nochmal genauer anschauen. Bis dahin, macht's gut, liebe Leute. Ciao.